Jo, moin Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei ErbsenTV. Ich muss mal kurz mein Handy gescheit nachstellen. Ach, oh, dieses Kackding, Alter, das bleibt einfach nicht stehen. Genau. Hallo erstmal und herzlich willkommen wieder zurück bei ErbsenTV. Das ist der erste deutsche YouTuber-Kanal, der nicht geschnitten wurde. So, jetzt kommen wir zu den Hauptnachrichten. Ja, es gibt keine Hauptnachrichten. Ich rede einfach heute mal ein bisschen über mich und die anderen Spacken und rede auch mal verschiedene Sachen kurz an. Aber ein sehr intensives Video wird es heute nicht. Das intensive Video über Obdachlose kommt am Sonntag. Das ist dann wahrscheinlich am Montag dann auf YouTube. Und ja. So, was ich heute mal ansprechen werde, ist zum Beispiel Rassismus, Nationalsozialismus, Patriotismus, Sexismus, Punksismus, Skinheadismus. Ich setze jetzt einfach mal Überlismus hinten dran, ne? Und ja, genau. Aber zuerst so ein bisschen was über mich mal wieder. Also, falls ihr jetzt gerade erst dazu geschalten habt oder erstmal mein Video gefunden habt, ich weiß noch nicht, welchen Namen ich mein Video gebe, aber ja, das überlege ich mir dann ab 3 Promille, weil da kommt nur noch Blödsinn raus. Das ist geil, das ist gut. Mein treuer Begleiter habe ich auch wieder. Wie bei jedem Video. Und jo. Ja, also, was ich mal ansprechen wollte, war hier, das ist jetzt Limp Bizkit, da drüben, Sowfly, eine geile Metalband, hört mal rein, Sowfly, also Seelenfliege auf gut Deutsch, und ja, und diese Band ist auch geil. Es ist zwar keine Band, aber egal. Mal was über mich. Okay, jetzt habe ich es. Scheiße. So. Ich habe wieder Limp Bizkit. Was ich heute mal ansprechen würde, ist einfach mal wieder was über mich, wie ich davor gesagt habe. Und ja. Wie läuft mein Tag ab, fragen sich viele. Denke ich mal, dass es sich vielleicht viele fragen. Also, denke ich mir, also, dann geht das so und dann geht das gut. Und ja. Mein Tag läuft einigermaßen gechillt ab, kann man so sagen. Der auf mir ist die Fahne. Das ist toll. Genau, die Geschichte zu der Fahne, das wollte ich euch mal erzählen. Ich finde die Fahnengeschichte von dieser Fahne da hinten richtig geil. Ich war mit einem Kollegen auf seinem Geburtstag, da habe ich gesagt, komm, ich nehme meine große Fahne mit, also die schwarze Fahne. Da ist ja das Kreuz drauf und dann haben wir so ein bisschen gefeiert. Ich habe sie aufgespannt und alles und dann hat sich ein Nachbar beschwert, weil wir gepokt haben. Ihr kennt wahrscheinlich Pogo, den Tanz. Ich weiß ja, kann man das überhaupt Tanzen nennen oder ist das einfach nur so zärtliches in die Fresse schlagen? Also, mal grob gesagt. Und dann kamen so Bullen an und dann wurde mir die Fahne abgenommen. Mir wurde die Fahne abgenommen, ne, weil das Hakenkreuz sichtbar war. Und auf meiner Jacke, so wie ihr, glaube ich, kennt, ist auch ein Hakenkreuz drauf. Ich habe jetzt gerade meine Jacke mal kurz geholt. Da hinten. Also, falls ihr das nicht so da, ne? Das da. Ist auch hinten auf meiner Kutte drauf. Vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen mehr von meiner Jacke. Weil dann. Ich war ja schon angesoffen, kann man so sagen. Und dann haben die Gebein zu mir. Laut Paragraph 86a des irgendwas Buches, glaube ich, Straßenverkehrsordnung, was? Des BGBs, glaube ich, war das. 86a BGB und 86
oder 83 oder irgendwie sowas, ist ein Hakenkreuz verboten. Und da habe ich gesagt, okay, wann kriege ich meine Fahne wieder? Ja, sobald sie die untersucht haben, ob die links oder rechts ist, habe ich gesagt, mein Gott, Leute, Alter, lest doch mal diesen fucking Text, wo darunter steht. Ich habe angefangen mit denen diskutieren. Meine Freunde haben mich gehasst dafür, weil ich angefangen habe zu diskutieren. Weil ich das Paragraph damals durchgelesen habe, weil mein Lehrer gesagt hat, ich soll keine durchgestrichenen Hakenkreuze auf dem Test zeichnen. Ah, es geht ja damals ans Freiburger Arbeitsbla oder so. Irgendwo nach Freiburg sind die Tests hingekommen und da habe ich gedacht, komm, machen wir mal hier linke Propaganda und habe so Hakenkreuze drauf gemalt und habe sie halt durchgestrichen. Ne? Weil dann hat mein Lehrer mir da das Paragraph aufgeschrieben, habe nachgelesen und sowas und ja. Und dann, ich war im Recht. Müsste es mal geben. Die Polizisten waren im Unrecht und nicht im Recht. Gut, die Bullen sind immer im Unrecht. Die vermummen sich auf Demonstrationen, dass ja keiner sie ficken kann auf gut Deutsch. Ne? Weil die machen ja Blödsinn. Ne? Wir machen ja keinen Blödsinn. Nein, wir werfen eine Molotow-Cocktails und halten es mal in der Lese. Ja. G20. Ja. Genau, und dann standen wir da, das war in Offenburg am Bahnhof, also nicht direkt am Bahnhof, sondern da gibt es so einen Steinkreis, da treffen sich auch Flüchtlinge und Penner und ich nenne das, also kommt ja selber von der Straße, also darf Penner sagen, also meckert nicht rum. Ja, und dann wurde mir die Fahne abgenommen, wegen dem nicht durchgestrichenen Hakenkreuz, habe ich mich umgedreht und hab gesagt, nimm doch gleich meine Jacke mit, reiß mir die auf näher runter. Ich bin voll durchgedreht, weil ich war ja im Recht, das weiß ich, wusste ich ja auch, ne? Und dann, glaub, haben sie gesagt, nächste Woche Montag soll ich an der Nummer anrufen. Da haben sie mir eine Nummer gegeben, ich habe da angerufen, ja, ihre Fahne ist weg. Da denkst du, was? Okay, gut. 2 Monate haben die dafür gebraucht. 2 verfickte Monate haben die dafür gebraucht, um das herauszufinden, dass die Fahne links ist, Alter, und das Hakenkreuz erlaubt ist auf der Fahne. Jo. Und dann habe ich sie nach 2 oder 3 Monaten sogar wieder zurückbekommen. Und dann der ganze Spruch, ich bin nach Laos Polizeirevier gegangen und dann drückt er mir die Fahne in die Hand mit meinem Fahnenstiel, das war so ein Besenstiel halt, ne? Und dann hat er zu mir gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie er es gesagt hat, aber die Polizisten in Offenburg, also meine Kollegen, die haben nicht Bescheid gewusst und mach weiter mit deiner Aktion. Und ich so, okay, mach ich. Ich fand das voll geil, der Typ war mir sehr, wie nennt man das? Ich war sehr positiv überrascht über ihn. Und seitdem mal habe ich meine Fahne wieder. Und dann habe ich gedacht, die nehme ich nie wieder raus, bevor sie wirklich ganz verschwindet. Lieber kaufe ich mir eine AFA-Fahne, Antifaschisten-Fahne. Und dann nehme ich die jetzt auf den Geburtstag mit, um einfach sie aufzuhängen oder so. Oder eine Punk mit Dad oder irgendwie so. Schauen wir halt mal. Ja. Das ist die Geschichte von der Fahne. Falls ihr mal fragt, wo die Fahne ich her habe, ich habe die von Amazon. Und die anderen Fahnen, also meine Sau-Fly-Fahne und meine Limp Bizkit-Fahne, habe ich damals von meinem Lehrer bekommen. Der hat auch Metal gehört. Von dem bin ich dann auch auf vom Punkrock, also zuerst habe ich ein bisschen Punkrock gehört, so Absturz, also schön ein Punk zu sein und ich weiß jetzt damit auch Absturz und Rammstein waren, glaube ich, so meine ersten 2 Bands. Da bin ich irgendwann über einen Kollegen von mir auf Betontod gekommen und von Betontod bin ich dann auf Saltatio Mortis gekommen und von Saltatio Mortis und Betontod bin ich dann nach Unherz gekommen. Aber das ist jetzt schon viel weiter und ich habe halt einfach gegoogelt erstmal so nach gescheiten Punkrock-Bands und habe in verschiedenen Gruppen mal nachgefragt, was die so hören und alles. Oh. So die Geschichte von meiner Punkmusik, vom Punk auf Metal.
Ob das jetzt Death Metal ist, ob das Soft Metal ist, ist mir egal. Hauptsache es dröhnt schön. Ne? Also, Hauptsache können sich die Nachbarn beschweren. Und ja. Was ich noch zu meiner Jacke sagen wollte, ich hatte als Anfang eine Lederjacke. Das ist, also falls ihr überträgt, das ist keine Lederjacke. Das Einzige, was ich an Leder trage, sind meine Stiefel. Ja. Das ist das Einzige, was ich an Leder trage und meine Armbänder halt. Ein Kollege von mir hat noch ein Armband, fällt mir gerade auf. Aber nehmen wir mal meine Jacke durch. Wie schaut die aus und was habe ich alles an meiner Jacke? Oder an meiner Kutte, wie Leute es auch gerne nennen. Also, der älteste Aufnäher ist von dieser Jacke. Wo ist denn der? Da haben wir einmal den Aufnäher. Den da. Und den da. Und natürlich den da. Das sind so die ältesten. Einer von den ältesten Aufnähern. Der Anarchie und der Aufnäher. Und der da. Und der da. Sind so die sechs ältesten auf meiner Jacke. Also das waren einer von den ersten Aufnähern von meiner Zeit. Das ist der da. Ist einer der neuesten Aufnäher. So wie der da. Und der da ist auch, den habe ich mal vom Kollegen geschenkt bekommen. Ja, alles mal gekauft auf Amazon, nix gut und lauter so Zeug. Da zum Beispiel habe ich auch einen. Der ist auch wieder einer von der ältesten. Den habe ich geschenkt bekommen von dem wie ist denn der eine Punkladen in Freiburg? Leadful Sings, genau, da habe ich den her. Weil ich gucke auch gerne Animes. Deswegen Yin und Yang. Muss einfach sein. Ja. Da kommen jetzt einfach noch mehr auf mehr dran. Den Spruch liebe ich. Legal, illegal, scheißegal. Und leider sozusagen die Nieten habe ich vom Kollegen am Geburtstag bekommen. Ja, die habe ich mir mal selber gekauft. Auf nix gut. Oder war das nix gut? Ja. Gehen wir mal an meine Buttons. Was mich immer noch ankotzt. Ich war auf dem Animax in Offenburg. Könnt ihr mal vorbeikommen, das ist jeder zweite Samstag im Monat. So. In Offenburg. Da gibt es auch eine Hauptseite im Internet, da könnt ihr euch anmelden, ganz kostenfrei. Da kriegt ihr Informationen und allgemein über neue Animes und sowas. Falls ihr Animes guckt. Vielleicht verlinke ich euch mal die Seite unten in der Infobox. Aber nur vielleicht, je nachdem, wie viel Bock ich an Arbeit habe. Und ja. Das ist mein ältester Button. Weißt du, Exploited. Exploited ist cool. Ich habe auch ein T-Shirt. Das war mein allererstes Punk-T-Shirt. Und. Ja, und danach ist der Button dazu bekommen. Es ist die Zeit gekommen, schreiend im Kreis zu rein. Dann der Button und immer nach und nach. Also so viele Buttons habe ich an meiner Jacke noch nicht. Der Kragen ist voll mit Nieten. Fühlt sich auch echt geil an, wenn man so mal drüber fährt. Das hat so was Tolles irgendwie, finde ich jetzt. Ist alles Handarbeit. Muss ich ja gleich voraussagen, ist alles Handarbeit, die kannst du so nicht kaufen. Weil viele mich draußen fragen so, ey, wo kann man so eine Jacke kaufen? Ich so, die kannst du nicht kaufen. Ja, du musst es selber machen. Oder machen lassen, aber so kannst du nicht kaufen. Für den Kragen habe ich eine ganze Nacht gebraucht. Man sieht es wahrscheinlich, ne? Weiß nicht, ich habe mir 1000 Nieten auf Amazon bestellt und jetzt habe ich noch keine mehr. Keine Ahnung, ich verliere auch manche und da sind auch schon ein paar Löcher da, wo mal Nieten drin waren, sind jetzt keine Nieten mehr, weil ich sie verliere. Weil man die jetzt nicht wirklich arg fest zuschrauben kann, sodass die eben. Und ja. An der Seite habe ich
Oh, welche? Diese Liete hier vorne, da. Die da. Die habe ich aus Berlin. Ich war in Berlin und habe mir ein Armband gekauft mit den Lieten drauf. Ich war voll stolz drauf, bis mir das Armband kaputt gegangen ist, weil das so ein billig Amblat war oder sowas. Ne? Und ja. Und da habe ich gesagt, nimm mal die Nieten halt raus und dann machen wir es halt an die Jacke oder so als Andenken. Nee, da ist keine. Ja. So wie die Nieten auch, die habe ich auch auf Nixgut. Eine Glocke habe ich vom Kollegen geschenkt bekommen. Auch Punk. Hi Flummi. ja. Da habe ich einen Desperado-Aufnäher. Der war früher von so einem Schlüsselbund. Da stand so Desperado drauf, habe mir das ausgeschnitten und habe es auf meine Jacke genäht, weil ich das selber geil fand. Die Kette habe ich aus La. Weitere Informationen sage ich nicht, falls irgendwie eine Anzeige wegen sowas vorliegt oder so. Und ja, Mercedes-Stern dran. Kette dran und da, was gibt's da noch? Also insgesamt habe ich, glaube ich, über 20 Aufnäher an dieser Jacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, oh, ja, ist es doch. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Aufnäher. Tasche Geld. Da. Anarchie am Ärmel und ich war als Kind schon scheiße. Stimmt eigentlich, wenn man das genau nimmt. Und ja. So ein bisschen verzählt, die Marke von der Jacke ist Punkrock. Habe ich auch, glaube ich, von. Ich glaube, das war The Punk Mail Order. Also, wie heißt der jetzt nochmal? Wo ist die Jacke her? Wie ist denn das, Alter? Dieser Punkmelder oder halt. Impact! Genau, von Impact. Da drüben habe ich ein Plakat von denen. Ja. Ich habe jetzt ein neues Projekt und zwar eine Weste für den Sommer zu machen aus Flecktarn, also so eine Bundeswehr-Bluse habe ich in eine Weste umfunktioniert. Und bis jetzt. Ja. Da sind nur zwei Aufnäher dran. Bin ich immer. Bis jetzt sind nur da, die zwei Aufnäher dran. Seht ihr das? Und jo. Aber was soll's? Auf nichts Gutes schon eine Liste von über 20 Aufnähern, die da alle drauf kommen. Vielleicht kommen auch noch welche auf meine Jacke, ich weiß es noch nicht, aber jo. Meine kurze Info. Und mal meine Jacke vorgestellt. So. Da, die Hose habt ihr jetzt wahrscheinlich schon beim Gassi-Game-Video gesehen. Die habe ich von Nixgut. Das ist eine T-Dye-Hose. Das sind solche, wie als hättest du Blondierungsmittel über eine schwarze Hose geleert oder so. Das Teil finde ich einfach toll. Die sind auch sehr bequem und sehr elastisch. So. Ein bisschen was über meine Punk-Klamotten. Ne? Das Punk's Not Dead T-Shirt, wo ich auch hier unten drunter anhöre. Ja. Weißt du? Ja, da. Das habe ich von Amazon. So wie mein Gegen-Nazi-T-Shirt. Das ist auch irgendwo hier. Da haben wir es. Habe ich auch von Amazon.
glaube, der Hauptversand war auch nichts gut, soweit ich weiß. Denke ich mal. Der Pulli ist mein Lieblingspulli. Ich liebe diesen Pulli über alles. Weil natürlich ganz groß hinten drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sieht oder nicht. Also, Good Night White Bright draufsteht und das finde ich einfach geil, das Label. Und vorne drauf, Hardcore ist mehr als nur Musik, halt auf Englisch. Und, oh, sind jetzt so meine Favoriten, kann man so sagen, an Klamotten. Und natürlich meine rote Bundeswehrhose. Die darf natürlich nicht fehlen, die ist aber gerade in der Wäsche. Yeah, ein Punk tut seine Wäsche waschen. Ja. So, ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch meine Gürtel vorstellen soll. Ja. Ich glaube schon. Also, ich denke mal, so ein bisschen meine Punk-Klamotten durchgehen, also was ich hauptsächlich trage. Natürlich Springerstiefel. Mit roten Schnürsenkel natürlich. Das ist von der Marke Trash. Finde ich eigentlich recht gut. Nur, dass die Sohle nach ein paar Meter laufen. Also zumindest bei mir, vielleicht ist es bei euch auch so, falls ihr die Stiefel auch habt. Das sind Trasher 10-Loch mit Stahlkappe und, glaube ich, Durchtrittsicherheit. Das ist, glaube ich, auch noch drin. Die habe ich geschenkt bekommen von einem Kollegen, weil er sie nicht mehr braucht. Die waren aber noch ganz gut, die waren fast im Neuzustand. Und ja, das sind meine treuen Gefährten. Die trage ich eigentlich fast jeden Tag. Dann habe ich hier noch meine 20-Loch-Stiefel von der Marke Brandit. Also Phantom Boots Brandit. Und ja, also bis jetzt bin ich mit denen zufrieden. Ja. Nur, dass ich, glaube ich, eine eigenartige Sache gekauft habe, was ich jetzt bei denen irgendwie finde, dass die Stahlkappe schon etwas verbeult war, wo ich sie bekommen habe, aber ich laufe mir auch die Zehen da drin irgendwie wund. Die waren davor schwarz, ja, und dann waren sie blau und grün und jetzt sind sie silber. Also da sieht man wahrscheinlich, ja, das ist doch blau, da sieht man noch die Farbe. Und jo, Brandit. So, ich habe auch noch mal andere Brandit-Stiefel, die sind aber meine ganz, ganz alten. Die sind sogar noch besser irgendwie gemacht worden als die, obwohl die auch 20 Loch waren, kann man so sagen. Ich habe die abgeschnitten, weil es mir einfach auf einmal zu lang war und dann habe ich es bereut und habe eine neue gekauft, kann man so sagen. Ja, jetzt nehmen wir mal meine Gürtel durch. Was habe ich für Gürtel? Ich habe zwei Gürtel. Das ist einmal mein letztgekaufter Gürtel, also das ist einer von der ersten mit Pyramidennieten. Da fehlen schon ein paar. Man merkt, ich benutze die recht oft. Und habe da so eine Kette reingehängt, weil die ja diese Ösen haben. Deswegen habe ich den Gürtel gekauft, der ist geil. Der ist. Jetzt kommen wir zu meinem anderen Gürtel. Ihr habt zwei. Und ja, das ist ein ganz normaler zweireihiger Killernietengürtel, wo ich mir dann solche kleinen Spitzennieten gekauft habe dazu. Seht ihr die? Die habe ich angeklebt und geschraubt, damit ich ja keine verliere, weil die arschteuer sind, diese Nieten, und es geht einfach die ganze Zeit so weiter. Also, ui, danke für die Idee, Vogel. Danke. Ja. Ketten darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ja, bei meinem nächsten Punk-Klamotten-Video, oder eher gesagt, mein nächstes Video nach dem Obdachlosen-Video,
wo jetzt am Sonntag nochmal kommt, wollte ich noch sagen. Am Sonntag drehe ich das Video und am Montag oder Dienstag stelle ich es dann hoch. Kommt ein Video über Kills. Ich habe 2 Kills, einen schwarzen und einen roten Tartan-Kill und ein grüner kommt auch noch. Dank meinem Namen werde ich mir einen grünen bestellen auf Nixgut, glaube ich. Aber da muss ich noch rumgucken. Ja, jetzt rede ich schon fast über eine halbe Stunde. Toll. Das ist das längste Video bis jetzt. Und ja, alles umgeschnitten, alles an Cut und so kommt es, wie ich es jetzt gerade habe, nach oben. Also, ne? Ein Vogelprost und bis auf das nächste Video, also bis zum nächsten Video. Lasst ein Kommi da, was ihr noch so meint über meine Klamotten oder was ich noch anziehen könnte. Eine rote Tatanhose will ich mir auch noch holen. Also so Killfarben, also Tatan halt, ich glaube ihr kennt das. Und ja, also die, wo meine Videos sehen sind, weiß ich, so Punk und Skins und normale, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, wer alles meine Videos sieht, ich sehe nur die Aufrufe und wer das alles ist, weiß ich nicht. Und ja, jetzt, nach diesem Video mache ich noch ein Dosenbier auf, oder ich mache das noch während dem Video, damit ihr noch dabei seid, wenn ich mich tot saufe. Nein. Aber nach einer Zeit schmeckt das Bier eklig, wenn es abgestanden ist. So, also, ich hab jetzt seit morgen meinen Pilz. Jetzt kommt ein Export! Oder soll ich ein Whisky trinken? Ich weiß es nicht. Export. Ein rotes. Ich mag 5,0, das ist erstens billig, also, ne? Und es ist einigermaßen trinkbar, muss ich ehrlich sagen. Meistens hole ich rot, schwarz und grün. Grün ist einfach, wenn ich morgens aufstehe und denke so, ich habe keinen Bock auf Kaffee, brauche aber was Süßes. Ein grünes, also ein Radler halt. Es gibt noch Cola-Weizen, Weizen und noch anderes. Jetzt gab, glaube ich, das Neue auf dem Markt, ein Wodka-Zitrus, das ist so ein, weiß nicht, was für ein Grün das ist grün, aber nicht hellgrün, sondern grün, anderes Grün, dunkleres, Kotzengrün, glaube ich, und ja, da ist mein Export, und dann mal Pogeprost und zum Wohle. Man sieht sich.